Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den todsicheren Todgeweihten nennen, wenn ihr wollt. Denn ich bin jetzt im letzten Dungeon angekommen und der hat es mehr als jeder andere Dungeon in sich, liebe Leute. Bevor es losgeht, noch zwei kleine Korrekturen, die ich irgendwie ganz dringend anbringen muss, weil ich das ganze Let's Play über Fehler eingebaut habe. Erstens, es heißt eigentlich nicht The Legend of Zelda 2, sondern nur Zelda 2. The Legend of Zelda hat sich erst eingebürgert in den späteren Spielen. Also natürlich, das erste Spiel heißt The Legend of Zelda, aber irgendwie hat man das nicht in den zweiten Zelda-Teil übertragen. Na, so viel zur kleinen Korrektur wusste ich gar nicht. Außerdem heißen die Ritter, die in den Dungeons rumhüpfen, eigentlich nicht Iron Knuckle, sondern Iron Head. Ich habe das ja die ganze Zeit so ein bisschen in Frage gestellt, aber tatsächlich heißen die Iron Head. Iron Knuckle ist, glaube ich, einfach irgendeine Art von Motorrad oder sowas ähnliches. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall war das falsch. Jetzt wissen wir es alles ganz genau und können in den Tod hüpfen, denn genau das erwartet uns in diesem Dungeon. Der Tod. Es ist ein riesiges Labyrinth mit sehr vielen alternativen Möglichkeiten, irgendwo zu sterben, aber ich kenne den richtigen Weg nicht mehr genau. Nur noch so ganz ungefähr. Ich weiß zum Beispiel, dass es in diese Richtung hier weiter... Boah, es fängt gleich blöd an. Weitergehen muss. Also glaube ich zumindest. Boah. Geh weg. Boah. Uiuiui. Oh, fängt gut an. Also neuer Gegnertyp. Dieser Dungeon wimmelt von neuen Gegnertypen. Das ist eigentlich richtig geil. Ich glaube, hier kann man irgendwo runterfallen. Ist das direkt bei der Statue? Hier hinter? Irgendwo hier kann man reinfallen. Ja, aber ich glaube, ich habe es geschafft. Sehr gut. Also, ich glaube, bei dieser Säule war das. Tja, wo geht's jetzt lang? Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Das ist eben eine der großen Herausforderungen des Spiels. Erstmal überhaupt wissen, wo es lang geht. Ich glaube, hier fällt ein Schleim von der Decke, hä? Nee, tut er nicht. Hä? Wo bin ich denn? Ich bin falsch. Irgendwo fällt ein großer Schleim von der Decke, aber ich weiß nicht wo. Also, hier war ich auf jeden Fall sicher. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Nicht noch so einer. Die hasse ich, die Gegner. Die sind wirklich gefährlich. Gerade wenn sie... Sie sehen vielleicht erstmal nicht so gefährlich aus. Kann ich da eigentlich... Gibt's da oben vielleicht eine Statue? Nee, gibt tatsächlich nichts. Scheiße. Dann habe ich jetzt gerade Magie verschwendet. Aber ich glaube, ich bin noch richtig. Ich erinnere mich noch an die Gegend hier. Oh je. Okay. Das tat mir weh. Autschenpau. Das mag ich nicht gern. Oh, Mist. Ah! Ich bin zu blöd gerade. Okay. Oh, danke. Na gut, die klauen uns halt auch Erfahrungen. Kommt jetzt ein starker Ritter oder sowas? Nein. Also es gibt hier neue Rittertypen. Sehr, sehr gefährliche Typen von Rittern. Sehr gemein, hintertückisch, heimselig und so weiter. Und ich, ja, genau das sind sie. Und sie geben, glaube ich, noch nicht mal besonders viel Erfahrung. Ja, ja, genau, nur ein 70er. Das sah jetzt nicht so gemein aus. Die gibt's aber auch nochmal in der blauen Variante und die sind quasi unbesiegbar. Also, naja, sind sie nicht. Also, die sind total besiegbar, aber sie sind auf jeden Fall sehr gefährlich und kosten einen viel Lebensenergie. Jetzt hat mich der Schleim allerdings mehr gekostet als der Ritter, was irgendwie schon wieder scheiße ist. Flump. Okay, ich heile mich gleich mal. Denn ich bin schon wieder so stark verletzt. Ah, das ist echt hart in dem Spiel. Ich glaube, hier irgendwo in den Wänden kann man rein, oder? Geht das nicht? Ah ja, guck mal. Genau, hier kann man rein und dann gibt es da entweder Feinde oder was zum Aufladen. Ich glaube, das ist dann da oben bei den Statuen. Huzza! Huzza! Ah, cool. Sehr schön. Ja, warum nicht? So, machen wir es so und hoffen, dass wir fast alles aufgeladen bekommen. Ja, yeah, wir sind voll. Richtig geil. Also das hilft einem schon sehr, das zu wissen, um durch diesen Dungeon zu kommen. Ich glaube, das gibt es sogar mehrfach. Aber jetzt brauchen wir es gerade nicht. Doch nicht mehrfach. Ich dachte irgendwie, das könnte man mehrfach machen. Vielleicht nochmal an anderer Stelle oder so. Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Oh, also da ist nochmal so einer. Da auch. Scheiße, ich weiß es leider wirklich nicht. Ich weiß es leider wirklich nicht, Leute. Ich wüsste es so gerne. Boah. Na, ich glaube, den ignoriere ich lieber mal, sonst verbrauche ich nur unnötig Lebensenergie. Ich glaube, das ist falsch, oder? Die Dinger können wir nicht abwehren. Ah, denn diesen Feuer, dann müssten wir den Reflect-Zauber benutzen. Alter, wie viel halten die denn aus? Also lieber gar nicht erst damit anlegen.
Das kostet nur ganz viel. Aber ich möchte gerne gucken. Nee, ich guck lieber nicht nach. Ah, zu gefährlich. Ist das der richtige oder der falsche Weg? Das weiß ich jetzt halt nicht. Schleimse. Tja, Schleimi? Komm mal rüber, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Didumbaum, komm mal her hier. Oh yeah. Nochmal. Es könnte sein, dass hier die bösen Ritter auftauchen. Oh nein, ja, sie tun es. Moment mal, bevor ich das mache. Okay. Oh. Mann, der hält immer noch ganz schön viel aus dafür, dass wir so viel Angriffskraft haben. Aber wir haben ihn geschafft. Nur 100 Erfahrungspunkte für so einen Gegner. Das ist echte Schweinerei, Leute. Aber wir haben ihn gepackt. Gerade so. Ah, oh, schon allein, wie viel Lebensenergie man hier verliert auf dem Weg. Alter, und ich weiß noch nicht mal, ob ich richtig bin. Das sieht nicht gut aus, Leute. Aber ich glaube, ich benutze es trotzdem mal. Okay. Also, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich kann mich nicht an diese Stelle erinnern. Ich kann nur hoffen. Oh Mann, das ist bestimmt falsch. Hä? Ach nee, das ist nur zum Verarschen, ne? Ja, ja. Ein großer Möbel. Ein großer Bubble. Das Fiese an diesen Gegnern ist einerseits das Gehüpfe. So trifft man die nicht besonders gut. Und andererseits diese komischen Flammen, die auf Link zuwandern. Man kann denen kaum ausweichen. Das ist wirklich ziemlich gemein. Ah, noch so einer. Ja, da benutzen wir lieber ein Shield. Das ist besser, als einen Live-Zauber extra benutzen zu müssen. Okay. Alles klar? Und nochmal her. Komm zu mir. Ja, jetzt wusste ich nicht, ob oben oder unten. Das ist eben auch so ein bisschen das Problem bei denen. Ja. So. Jetzt haben wir einen. Sehr schön. Aber die könnten uns ruhig mal einen kleinen... Ja, danke schön. Die könnten uns ruhig mal ein kleines bisschen Magie geben. Ich glaube, die Riesenbubbles können das nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin ja auch bestimmt falsch. Ich bin bestimmt falsch. Aber können wir hier wieder rein? Nee? An der anderen Seite? Nee, können wir leider nicht, Mann. Na gut. Eine Fee! Okay. Jetzt noch nicht umbringen auf dem Weg zur Fee. Sehr schön. Sehr schön. Okay, das hilft uns doch sehr weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass ich falsch bin, oder? Wir gehen die andere Seite weiter. Schleimse und Tod. Ich gehe runter. Ich gehe doch nicht zu den Schleimse und dem Tod. Ich bin bestimmt total falsch hier. Also hieran erinnere ich mich schon wieder nicht. Ich gehe. Mach's gut. Ich gehe... Jetzt am besten jetzt mal heim hier. Oh nein, das ist bestimmt nicht richtig. Ich gucke mir die andere Seite an. In diesen komischen Blöcken gegen diese komischen blauen Ritter zu kämpfen, das wäre echt komisch, aber nicht lustig. Oh. Ja, nehmen wir mit. Komm, stirb. Eieiei. Oh. Böser Gegner, ganz böser Gegner. Ach, ich glaube, hier sind die richtig. Ich glaube, das ist... Ich glaube, ich kann hier durch den Boden irgendwo. Ja, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Sehr schön. Jetzt sind wir gar nicht mehr so weit vor dem... Ich glaube, der Boss ist in die Richtung. Kann man hier nicht noch irgendwie... Ich glaube, hier hat man noch eine Chance, dass man irgendwie entweder einen Gegner oder einen roten Pott findet. Ah, nee, ich finde nichts. Schade. Schade. Hätte mir natürlich sehr geholfen. Ah. Denn so ein bisschen aufladen wäre nicht schlecht gewesen. Ich glaube, wir sind noch nicht direkt da, aber es ist nicht mehr weit. Muss ich dann den ganzen Weg nochmal hinlaufen oder wie ist das? Ich weiß das nicht mehr. Da. Böser, großer Schleim. Ich wusste ganz genau, dass sowas noch kommt. So, wir machen lieber nicht zu viele Löcher rein, damit der... Boah, Bubble nicht durchkommt. Und einmal runter. Das ist der Weg, da müssen wir rein. Das andere war schwerer zu finden. Oder ist das hier gewesen? Sieht ja auch nochmal so aus, ne? Ah, natürlich roter Ritter. Roter Ritter, na komm mal her. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, vielleicht lässt er ja... Oh, das ist jetzt aber ganz ungünstig gesprungen. Na... Jetzt kostet er uns eher noch was. Boah, und zwar nicht zu knapp. Verdammt, verdammt. Das war jetzt aber ganz ungünstig. Hoffentlich nicht noch einer.
Ich glaube, man hat immer eine Chance, dass entweder ein Pott oder ein roter Ritter rauskommt. Oh, ein Glück. I'm alive. Mehr dürfen wir leider gar nicht machen. Denn ich glaube, wir brauchen unsere gesamte Magie für den nächsten Boss. Oder zumindest fast. Na, wir benutzen das trotzdem mal. Ich hoffe, dass es klappt. Oh, es geht noch weiter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Oh Mann, das ist jetzt echt blöd. Okay, hier kommt gleich der Boss. Einer der härteren Bosse der Videospielgeschichte. Berühmt-berüchtigt. Es ist nicht unser alter Erzfeind Ganon oder Ganondorf. Denn der ist eingeäschert im Augenblick. Und jetzt taucht er, glaube ich... Taucht er von sich aus auf? Ja, er taucht von sich aus auf. Nicht mal eine Boss-Melodie. Und ihr seht, das ist so ein komischer... das ist der Donnervogel, so heißt er einfach. Wir benutzen hier den Thunder-Zauber. Und ja, es reicht nicht mehr für ein Shield. Nee, der erste Kampf, der wird gleich in die Hose gehen. Den müssen wir jetzt eben in die Knie zwingen, indem wir seinen komischen Feuerbällen ausweichen und ihm gegens Gesicht schlagen. Stoß nach oben hilft nicht, da muss man... Manchmal hilft auch ein normaler Schlag nicht, wie es aussieht. Aua! Und der macht richtig viel Schaden. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, uns aufzuladen und keine Möglichkeit... uns ein Schild zu zaubern. Das heißt, wir sind ziemlich am Arsche, liebe Leute. Aber wir probieren es trotzdem. Aufgeben ist nicht in Links Wortschatz vorhanden. Ah. Ja, und man sieht manchmal auch... Oh, guck mal, wie viel Schaden das macht. Alter. Oh. Das werden aber auch mehr, oder? Kann das sein? Okay. Schön ausweichen. Und nochmal. Juhu, krass. Wir haben das geschafft. Ohne Schild und ohne Leib. Geil. Okay. Ja, der nächste Boss, der wird noch ein bisschen härter als der. Und ich fürchte, liebe Leute, das wird nicht ganz so gut gehen. Alter. Ich weiß nicht, ob wir dann den ganzen Dungeon wieder von vorne machen müssen, wenn wir jetzt hier verlieren. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Der nächste Boss, gilt, glaube ich, schon als einer der härtesten Bosse, die es überhaupt gibt. Zumindest in diesen bekannten alten Spielen. Auf jeden Fall einer der härtesten Bosse der ganzen Zelda-Reihe. Und was das ist, das werden wir gleich entdecken, liebe Leute. Es ist ein kleiner alter Zwolch. Nein, stimmt natürlich nicht. Das ist der Beschützer des Triforce, des Mutes, der Weisheit, der Kraft, der Weisheit vermutlich. Ich weiß nicht, also des letzten Triforce-Teils. Und der stellt uns jetzt auf die Probe. Und zwar folgendermaßen. Oh, ich hoffe nur. Er macht einen Zauberspruch. Und wir beginnen mit dem Schattenboxen. Tja, liebe Leute. Und das ist ein wirklich fieser Gegner. Boah. Und der wird mich innerhalb von Sekunden fertig machen. Ja, ich weiß in etwa, dass man sich springend auf ihn... Also, man kann hier sich den Kampf sehr, sehr leicht machen. Das war klar, dass ich jetzt so schnell verlieren würde. Ja, ich darf nochmal da anfangen. Sehr gut. Also, ich erkläre es euch ganz kurz. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Einmal im fairen Duell, so wie eben gerade. Man versucht, ihn einfach ein bisschen auf den Deckel zu hauen, ja. Und dann wehrt er aber sehr viel ab und wehrt sich auch sehr heftig. Eine zweite Möglichkeit wäre, sich an den Bildschirm ranzustellen, sich einfach so zu ducken und die ganze Zeit zu schlagen. So kann man den ganz leicht besiegen, ohne jede Probleme. Allerdings macht das überhaupt keinen Spaß. Ich möchte gerne diesen Kampf ehrlich bestreiten. Und mit Link ein bisschen... ich möchte Link ein bisschen gegen sich selbst kämpfen lassen. Er soll das mit sich selbst ausfechten, wer hier der größte Chef ist. So, aber diesmal können wir, und das mache ich auch direkt, Shield benutzen. Und wir haben zwei Live-Zauber. Damit sollten wir es vielleicht sogar schaffen. Ich habe von meinem letzten Let's Play noch in Erinnerung, dass man ihn am besten erwischt, wenn man so ein bisschen springt. Also direkt fechten ist gar nicht so gut. Aua. Aber es ist tatsächlich auch viel Glück dabei. Ja, das war der erste Treffer. Und schup. Ah. Er ist halt völlig unberechenbar. Stoß nach unten hilft dir nicht. Oh Gott. Mist. Okay. Ich mach dich fertig. Ich mach dich. Weg hier. Oh mein Gott. Das ist ja anstrengend gegen dich. Du bist an der falschen Seite. Geh weg. Ich glaube, ich heil mich mal eben. Was ist da passiert?
Ah, sorry, hier hat sich gerade mein Controller dazwischen gemischt. Na, ich krieg dich doch. Ich krieg dich, oh, du Schwächling. Du bist ja der einfachste Gegner der ganzen Welt. Komm her, aua. Du bist der schwerste Gegner der ganzen Welt. Ah. Ich schaff dich. Ich schaff dich schon noch. Hui, hui, hui. Mann, der ist aber hartnäckig. Hey. Yeah. Und jetzt bist du tot. Du verlierst diesen Kampf. Schattenlenk, du bist des Todes. Aua, ich bin des Todes. Ich schaff dich. Ja, geschafft. So kann man den auch im fairen Kampf besiegen. Also das Springen und Zuhauen, das hilft sehr gut. Und jetzt haben wir das Triforce gesammelt und können Zelda aus ihrem Schläfchen aufwecken. Da ist ein eingebauter Wecker. Und wir stellen uns jetzt erstmal davor. Oh, jetzt haben wir alle drei Teile. Ah, Zelda, da hattest du noch dieses schöne brünette Haar. Warum hast du dich nur irgendwann blondiert? Das frage ich mich ganz ernsthaftiglich. Dim, 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 bim, bim, bim. Und sie wacht auf. Oh Mann, bist du groß. Oh yeah. You saved Hyrule. Nein, ich habe nur dich gerettet. And you are a real hero. Du hast Hyrule gerettet und du bist ein richtiger Held. Hey, voll geil, Alter. Und du hast eine riesige Nase. Alles klar. Und jetzt... Schakalakalaka. Mhm. Jetzt gibt's ein Küsschen, liebe Leute. Habe ich mir aber auch verdient. And. Und der Vorhang geht ganz runter. Vielleicht bleibt's nicht bei dem Küsschen, aber auf jeden Fall das hat er sich verdient, liebe Leute. Und wir haben damit das Spiel geschafft. Es ging besser, als ich gedacht hätte. Wir haben uns nicht völlig verprügeln lassen. Allerdings, wie gesagt, ich kannte das Spiel natürlich auch schon sehr gut. Schattenlink habe ich erst in meinem letzten Let's Play so richtig rausgefunden, wie das überhaupt geht. Also, das ist ja jetzt ein Jahr her und da habe ich erst rausgefunden, okay, wenn man fair gegen ihn kämpfen möchte, dann hilft es nicht, quasi vor ihm stehen zu bleiben und zuzuschlagen und sich zu ducken und versuchen abzuwehren, was er macht. Dazu ist er zu unberechenbar. Es ist am besten, quasi ein bisschen rückzuziehen, sich ein bisschen rückzuziehen und dann aus dem Sprung heraus ihm auf den Kopf zu schlagen. Am besten, wenn er sich duckt. Damit kannst du ihn treffen. Ist keine sichere Methode, aber wir wollen ja auch gar keine sichere Methode. Wir wollen uns ja durch den harten Kampf durchbeißen, liebe Leute. Wenn ihr es ausprobieren wollt, lasst euch nicht zu sehr einschüchtern von diesen Gegnern. Einfach ein bisschen konzentriert bleiben und dann so richtig fies das Schwert ins Gesicht reinstecken. Am ehesten hilft es, wenn ihr das Schwert mehrfach in das Gesicht reinsteckt, dann gibt der Schattenlink irgendwann auf, liebe Leute. Tja, Zelda 2 ist eines meiner allerliebsten Zelda-Spiele überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum das so unglaublich unbeliebt ist. Ich finde schon, dass es schwer ist. Allerdings ist das wie bei vielen alten Spielen so, dass man einfach so ein bisschen die Übung braucht und die Spielkenntnis braucht. Dann macht es richtig Spaß. Also mir gefällt das ganze Spielsystem, das Gameplay ist für ein NES-System unfassbar gut und es ist sehr berechenbar, also es ist schon ziemlich präzise. Insofern kann ich mich auf jeden Fall nicht über das Spiel beschweren. Mir macht das immer wieder richtig viel Spaß. Und das Spiel sagt schon, vielen Dank, Millionen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt, auch wenn es keine Millionen Views sind, das brauchen wir aber doch auch gar nicht. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber wisst ihr was, ich habe gerade viel zu schattige Arme und deswegen kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten Let's Play, wenn ihr wollt, liebe Leute. Macht's gut. Oh, Moment, bevor ich weiter hier aufhöre, ich habe schon wieder getanzt dazu. Wir können mal ganz kurz uns noch was ansehen hier. So, ich habe jetzt Start gedrückt. Da seht ihr jetzt meinen Speicherstand. Da habe ich schon so, das ist vorbei. Nee, stimmt gar nicht. Wir können jetzt weiterspielen. Ihr seht, das ist unser Speicher. Wir sind nicht Game Over gegangen. Wir haben noch alle unsere Level, können jetzt hier Start drücken. Haben 3 Leben. Ich weiß nicht, ob die aufgehoben wurden vom letzten Mal. Ich glaube, nee. Genau. Wir haben nur noch 2 Leben. Das ist wieder auf dem alten Stand zurück und also wir haben keine Leben mehr, aber wir haben alle Level wieder. Das heißt Angriffskraft, Magie und Leben 8 und wir haben alle unsere Zauber noch. Das heißt, wir sind jetzt mega mächtig und können das ganze Spiel noch einmal spielen als Super Link. Die Gegenstände sind, glaube ich, achso, das kann ich jetzt hier nicht nachschauen, muss ich mich mal kurz angreifen lassen. Die Gegenstände sind, glaube ich, weg. Ja, die Gegenstände sind natürlich weg, sonst könnten wir direkt zum letzten Dungeon. Aber wir haben sogar noch den Stoß nach unten. Das bedeutet, jetzt können wir das Spiel nochmal im Easy-Mode spielen. Richtig geil. Finde ich eine coole kleine Idee. Allerdings braucht man das nicht wirklich. Also es ist, wer das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad geschafft hat, der braucht den Easy-Mode jetzt auch nicht mehr. Trotzdem finde ich, dass das schon irgendwie echt cool ist, dass sie nochmal sowas eingebaut haben. War hier noch einer? Aha. Ja, ihr seid beide tot. Huch, da war noch einer? Das wusste ich ja gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Ist ja schon 8, 9 Parts her, dass ich sowas gemacht habe.
Also so macht das fast noch mehr Spaß. Und vor allem, dass man den Live-Zauber jetzt gleich hat. Okay, alles klar. Und okay, das spiele ich jetzt aber natürlich nicht weiter. Tja, liebe Leute, also ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Lasst euch den Mut nicht nehmen, wenn ihr ein paar Mal häufiger sterbt. Ich weiß noch ganz genau, als ich dieses Spiel das erste Mal gespielt habe, es hat mich in Grund und Boden gestampft. Es ist ein sehr schweres Spiel, ein forderndes Spiel, aber das macht ja auch irgendwie den Reiz aus. Tja, und jetzt kann ich euch beide denken. Deswegen, na, so richtig gut klappt das nicht, ne? Na, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.